Die Megastage Salzburg ist unser neues Sommerprojekt von uns Studierenden des neuen Studiengangs Applied Theater am Thomas-Bernhard-Institut an der Universität Mozarteum. Die Genese war eigentlich die, dass es darum ging, wirklich die Stadt als Bühne zu denken. Und zwar, dass man guckt, wem gehört eigentlich die Stadt, welche Menschen sind an den Rand gedrängt, wen sieht man nicht. Und durch Corona waren wir plötzlich in der Situation, dass wir eigentlich nicht mehr in die Stadt wirklich gehen konnten und Leute treffen konnten. Und so kamen wir eigentlich auf die Idee, dass man genau die Menschen ins Zentrum bringt und sichtbar macht, die durch Corona eigentlich erst so sichtbar wurden. Kassiererinnen, Pflegerinnen. Und wir dann gedacht haben, okay, das könnte doch jetzt ein Thema sein, dass wir genau mit den Menschen in Salzburg arbeiten. Seit 2008 bin ich selbstständig und keine auffällig, aber das ist sehr gut. Mir gefällt und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Wenn ich was ändern will, wenn ich kann, ja? Naja, das ist halt nicht so viel überall, dass ein Rassismus so geht, aber das auf alle Fälle. Es ist ja eben, dass der ganze Müll von den Leuten, der Kleinmüll, nicht der große Müll, einfach eliminiert wird oder entsorgt wird, damit wir nicht im Müll untergehen. Das ist es. Dass ich immer unter Leuten bin und in der frischen Luft draußen, dass ich nicht im Büro sitzen muss und den ganzen Tag nur dasselbe im Computer oder sonst irgendwas habe. Ich habe jeden Tag andere Arbeiten und das ist das Schöne daran. Herr Max Reinhardt spricht auch von der Kunst als ein Lebensmittel, das der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden soll. Wir haben uns halt zusammen überlegt, dass es cool, eigentlich eine coole Idee wäre, wenn wir auch eine Art Supermarkt einrichten und den sozusagen als Ausgangspunkt nehmen, um davon in die Stadt zu gehen, wie gerade schon gesagt wurde, die Stadt als Bühne begreifen und vor allen Dingen viele leerstehende Räume zu zeigen, weil das eben auch ein großes Problem der Stadt Salzburg ist, dass viele Wohnungen und Geschäfte dauerhaft leer stehen. Dass einfach Menschen von der Straße hereinkommen und vielleicht zum ersten Mal oder so mit so einer Art partizipativen Theaterprojekt in Berührung kommen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir möchten. Einfach ganz neues Publikum erreichen, Menschen zeigen, was es alles für Formen von Sichtbarmachung, Theater, Kunst auch gibt. Was sind meine Beweggründe? Warum möchte ich eine Geschichte von jemandem auf die Bühne bringen, der vielleicht erstmal gar nicht gesehen werden möchte? Also diese Arbeit daran herauszufinden, was interessiert mich denn dann an diesen Geschichten und wie kann ich ganz fein und ganz zartfühlend damit umgehen, dass ich das trotzdem sichtbar mache, weil es unserer Auffassung nach trotzdem wichtig ist für unsere Gesellschaft, auch Sachen wahrzunehmen, die sonst eben nicht so wahrgenommen werden. Ich glaube, es bleiben unglaublich viele Freundschaften auch bestehen, weil wir haben mit ganz verschiedenen Menschen gesprochen, mit denen wir sonst nicht sprechen würden und ich glaube, diese Freundschaften bleiben auch. Also, und das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man als Mozarteum-Studierende, die normalerweise nur in diesen Gebäudekomplexen bleibt, eben dann auch nach Lehen fährt und da in einem Boxstudio Musik macht oder in einem Gemeinschaftsgarten in Lehen mit Pflanzen auswählt oder mit der Frauenhausleiterin spricht. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, dass dieser Austausch stattfindet und der wird, glaube ich, auch bleiben. Baby, 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 baby.